Nein, Gary bevorzugt Frozen Joghurt. Aha. Gibt's da einen Haufen zu tun? Nein, Gary hat Angst, eine Lawine auszulösen, wenn er danach greift. Ach, Feigling. Was haben wir denn noch? Möp. Dann mal los. Das Zeug ist aber nicht echt. Ja, ist das nicht. Es wird aus wiederaufbereiteten Garnapfeln hergestellt. Verdammt. Kornapfeln. Häkelnadel? Ich habe keine Ahnung, wie ich das häkeln sollte. Ich denke, es ist Korn. Also Korn kann man doch häkeln. Kann ich da Sonne drauf spritzen? Ich spare die Sahne lieber, falls es mal um Leben und Tod gehen sollte. Na gut, dann gehen wir erstmal hier raus. Gut, da fehlt uns, glaube ich, auch noch was. Was haben wir denn hier? Wo kommen wir denn hier hin? Ach, jetzt bin ich wieder hier. Hier waren wir ja auch noch nicht. Wir gehen mal. Halt, hier waren wir auch noch. Ah, verdammt. Ja, Liebling. Wusstest du, dass im Krieg Universum geherrscht? Computer, welchen Sinn hat das alles? Wir sind sofort noch Alpha Diaboli. Ist sonst noch jemand auf diesem Schiff? Welchen Sinn hat das alles? Das interessiert mich jetzt auch mal am meisten. Computer, welchen Sinn hat das alles? Mein Sohn. Du weißt doch, wie wichtig Operation Löwenzahn ist. Mhm. Unser Heimatplanet Lorona ging unter. Deswegen reisen wir auf der Bassi Nostra durchs Universum, um eine neue Heimat zu finden. Aha. Warum haben wir noch keine neue Heimat gefunden? Nun, das Universum ist riesig und ich will nur das Beste für meinen Kleinen. Aha. Dann fragen wir jetzt einmal... Computer, wusstest du, dass im Universum Krieg herrscht und dass hilflose Kreaturen von skrupellosen Tyrannen unterdrückt werden? Oh, das klingt nach einem lustigen neuen Spiel. Ich werde mit den Garnkumpels reden und das für die nächste Missionsrunde vorbereiten. Würde dir das gefallen? Ach, vergiss es. Nein, würde es nicht. Ist denn eigentlich sonst noch jemand auf dem Schiff? Hm? Weißt du das überhaupt? Ist sonst noch jemand auf dem Schiff? Nur du, ich und dein Vater selbstverständlich. Oh, fühlst du dich einsam? Ich könnte dir ein paar neue Freunde stricken. Ist der Wolf etwa der Papa? Was macht Papa eigentlich den ganzen Tag lang? Oh, dein Vater hat eine Menge zu tun da draußen, weißt du? Den Rumpf reparieren, Raumparasiten wegkratzen, nach neuen bewohnbaren Planeten Ausschau halten. Na, hast du den Wolf gesehen? Du hast also noch nie einen seltsamen Wolf hier gesehen? Mein Junge, ich kann nicht den Überblick über all deine Garnkumpels behalten. Oh, oder meinst du, du hättest gerne einen kleinen Wolfsfreund? Ich habe noch nie einen Wolf gestrickt, aber das sollte kein Problem sein. Aber Mutti, du kleines, leuchtendes, gruseliges Etwas, wir müssen aber nach Alpha Diaboli. Computer, wir müssen sofort zu Alpha Diaboli. Auf gar keinen Fall. Das heißt nicht umsonst so. Wie wäre es stattdessen mit Spaß und Vergnügen im Grenzersystem? Ich muss weiter versuchen, die Kontrolle über das Schiff zu übernehmen. Oh Schätzchen, du bist so ulkig. Das war kein Witz, Schlonze. So, was haben wir denn hier? Gar nicht gesehen. Gleich mal reinlutschen. Ach, da sind wir wieder hier. Okay. Wir gehen hier entlängs. Dann gehen wir hier entlängs. Es muss doch irgendwie gehen, unseren Kopf weiter zu schrumpfen. Dann gehen wir hier lang. Und hier ist ein Teleporter. Und ich hoffe, unser Kopf ist einigermaßen geschrumpft. Starten. Darf ich dich zu Nexus teleportieren? Wir übernehmen keine Verantwortung für verlorene Gegenstände, Übelkeit oder Mutationen. Okay, die Größe meines Kopfs wird langsam lächerlich. Oh Mann, du bist mit zwei Teleportern gereist, ohne mit einem zurückzureisen, oder? Du spielst mit dem Feuer, Junge. Okay, Busterhelm jetzt. Mein Kopf ist jetzt fast klein genug, um in diesen Helm zu passen. Vielleicht wollen wir jetzt nochmal mit dem hier. Teleporter, starten. Hier geht's zur Fusionsorbkammer.
Wir übernehmen keine Verantwortung für verlorene Gegenstände, Übelkeit oder Mutationen. Ich glaube, mehr würde mein Kopf nicht verkraften. Du musst sofort mit mir zurückreisen, Shay. Ja, gleich. Nee. Ah, ich glaube, jetzt haben wir's. Geil. Achtung, Sie betreten einen Bereich mit hoher Omikron-Strahlung. Voller ich glaube, diese Maschine wird mir nie einen Helm geben. Totaler nein, Betrug. Nein. Aber wir haben noch einen. Achtung. Hey, mein Kopf passt jetzt perfekt in diesen Helm. Jau. Na, setz ihn noch mal auf. Ist was eng, aber es sollte funktionieren. Ich weiß aber nicht, wie lange ich den Geruch saurer Milch ertragen kann. Kann es sein, dass die deutsche Synchro im Moment etwas abgehackt ist? Ah. Okay, das müssen wir diesen Ding hier aufsetzen. Dann tun wir das jetzt. Schön vorsichtig. Fertig. Fusionsorb gehemmt. Nicht ganz. Wir werden den Omikron-Hämmer erst aktivieren, wenn wir bereit sind, die Schilde zu senken. Und wann genau sind wir bereit? Sobald du die Kontrolle über die Greifarme erlangt und das Schiff nach Alpha Diaboli gebracht hast. Verstanden. Wie mache ich das? Okay, dann gehen wir erstmal raus. Wir reden nochmal kurz mit dem Wolf. Weiß nicht, ob der uns irgendwelche Hinweise noch geben kann. Fände ich natürlich super. Kann ich den hier absetzen? Hey, mein Kopf passt jetzt perfekt in diesen Helm. Na egal, dann machen wir hier mal los. Teleporter, starten. Darf ich dich zum Nexus teleportieren? Nö. Und hinein. Wir brauchen noch irgendwas, um... Au! Kopfnormalisierung beschleunigt. Gern geschehen. Ich hasse Quantenphysik. Oh nein. Die ganze Kopfschutzsache wurde wohl nur durch falsche Verkabelung ausgelöst. Noch eine Reise im Teleport auf deinen Kopf wäre einfach abgeblasen. Also nochmal. Gern geschehen. Okay. Ja, warum auch nicht? Dann werde ich jetzt lieber laufen. Ich wollte ja mit dem Wolf reden. Mensch. Ich wollte mit dem Wolflein reden. Wolfi, Wolf, 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 Wolf. Nee. Wurden da jetzt? Wie kommen wir jetzt zu dem blöden Viech? Ach ja, hier durch. Hierdurch mussten wir ja. Wohin soll es heute gehen, weiser Commander? Vergiss es. Denn wenn ich nach Alpha Diaboli können, will ich nirgendwo hin. Bitte genau. Ärgere dich nicht, junger Mann. Wenn ich diese Anweisung umgehen könnte, würde ich es auf jeden Fall tun. Ja, ja. Wir haben doch Stricknudel. Können wir den vielleicht irgendwas stricken? Brauchst du Hilfe beim Stricken? Ich habe eine Häkelnadel. Bleib mir vom Leib mit diesem Ding. Ein Fehler in diesem Gewebe und wir könnten wer weiß wo landen. Ah. Können wir vielleicht auch kombinieren? Vielleicht kann ich diese Häkelnadel mit dem Navigationsschall des Raumwebers verwenden, damit er dem Muster dieser Sternenkarte entspricht. War ein bisschen viel auf einmal, aber es könnte wirklich funktionieren. Ah. Glatt mal austesten, Freunde. Einige Sterne auf dieser Sternenkarte scheinen mit dem Muster des Navigationsschalls übereinzustimmen. Ich wette, dass ich den Navigationsschall mit dieser Häkelnadel anpassen kann. Ich sollte es versuchen, wenn der Raumweber das nächste Mal seinen Countdown startet. Was, sein Countdown startet? Ach du Kacke. Wohin soll es heute gehen, weiser Commander? Na gut, versuchen wir den Welpenplanetoiden. Dekodierung wird vorbereitet. Warp- und Gewebeantrieb werden initialisiert. Aufnahmemessschieber. Ich finde, so sieht es besser aus.
Nur eine kleine Anpassung. Auf Viskosität. Scheiße, auf Geschwindigkeit. Navigationsschal wird ausgegeben in 5. Aber ich weiß gar nicht, wie das 4, aussehen soll. 3, 2, 1. Hm. Meine Güte, da habe ich mich wohl verstrickt. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Soll ich es nochmal versuchen? Nee, mach mal nicht. Ich will erstmal selbst mal hier drauf schauen. Das ist die Sternenkarte für Alpha Diaboli. Ach du Kacke. Okay. Das muss ich mal abmulden. Das muss ich mir schnell aufmulden. Führt das alte Noboli-Gesicht. Okay, dann haben wir... Scheiße. So, es geht hier rüber. Hier hoch. Dann ist hier etwas Großes. Dann geht es rüber, runter, rüber. Dann haben wir hier. 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 Und hier. Okay, ich werde jetzt gerade nicht gerade sehr schlau daraus. Naja. Versuchen wir es mal. So, komm her. Wohin soll es heute gehen, weiser Kommander? Ganz weit weg. In die gemütliche Sternengruppe. Schön. Dann eben die gemütliche Sternengruppe. Dekodierung wird vorbereitet. Warp- und Gewebeantrieb werden initialisiert. Ach, halt die Klappe. Aufnahmemessschieber in Position. Winddüsen auf Viskosität. Spindel auf Geschwindigkeit. Navigationsschal wird ausgegeben in 5. Jups. Was ist denn? Ich denke mal so. 3, 2, 1. Okay, falsch. Meine Güte, da habe ich mich wohl verstrickt. Ich weiß ja, nicht, wie ich das stark von aus. Heute geben, weiser Kommander. Weit weg. Vielleicht wäre das Grinsesystem ja besser. Dekodierung wird vorbereitet. Warp- und Gewebeantrieb werden der initialisiert. Die Sternenkarte wohl zu Messschieber in Position. Mann. Los. Winddüsen auf Viskosität. Ich bin mir sicher, dass er eigentlich das hier gemeint hat. Auf Geschwindigkeit. Eine Navigationsschal wird ausgegeben in 5. 4. Dass er das hier gemeint hat. Okay. 2. 1. Also irgendwas stimmt hier gerade nicht. Meine Güte, da habe ich mich wohl verstrickt. Ich weiß nicht, okay, wie das passieren konnte. Ach, halt die Klappe, ich rede jetzt mal mit dem Wolf. Nee, halt die Klappe, ich rede jetzt mal mit dem Wolf. Gibt's doch nicht. Ich rede jetzt mal mit dem Wolf und die 7 Geißlein hier. Das gibt's doch gar Merrick. Nicht. Ah, ja. Mein Luftschlauch ist zu kurz, um die manuelle Greifarmsteuerung zu erreichen. Du musst deine Reichweite irgendwie erhöhen. Aha. Sehr hilfreich, dieser Wolf. Sehr, sehr hilfreich. Kann man echt nicht meckern. Ich habe den Fusionsorb-Hämmer installiert. Gut. Wenn wir jetzt auf diesen Knopf drücken, werden die Schilde gesenkt. Aber das machen wir erst, wenn wir die Kontrolle über die Greifarme haben und nach Alpha Diaboli geflogen sind. Mhm. Der Raumweber will keinen Navigationsschall für Alpha Diaboli weben. Hm. Wie gut kannst du stricken? Ich sollte mich wieder um die Mission kümmern. Ja. Die Zeit, in der wir handeln können, ist begrenzt. Hm. Danke für keine Hilfe. Vielleicht... Er hat überall Überwachungskameras. Nur zu deinem Schutz. Ja, warte, zu meinem Schutz, junger klar. Welpe. Es ist noch nicht an der Zeit, das Rettungssystem zu verwenden. Halt die Klappe. Hm. Verdammt. Kann man hier durch? Ah, jetzt kann man hier durch. Sehr schön. Wo sind wir denn nun?
Hier wollen wir. Halt! Hier wollen wir auch noch nicht. Lass mal rein. Hey, warum geht das nicht auf? Liebling, du kannst nicht hereinkommen. Ich bereite eine Überraschung für dich vor. Was ist es? Netter Versuch. Aha. Cool. So, okay. Komm ich hier rein? Ah. Was haben wir denn hier? Ich kann nicht glauben, dass sie sowas Gefährliches rumliegen lassen würde. Was ist das? Nichts. Das sind Hungertrappen. Sie würde mich nie selbst kochen lassen. Zu gefährlich. Ja. Kochen ist doch spaßig. Warum verschwende ich Zeit in der Küche, wenn ich draußen im Weltall sein könnte? Ja, machen wir doch jetzt, Herr Mondmesser. Notrationen? Das finde ich doch etwas übertrieben. Naja, man weiß es ja nie im Weltraum. Hast du nichts Besseres zu tun? Ich möchte nur sicher gehen, dass du in Sicherheit bist. Mhm. Mann, Mann, Mann. Aber das gerade mit dem... Was? Ach, verdammt. Ich muss gerade mal sagen, das gerade mit diesem komischen Webding kapiere ich gerade mal absolut nicht. Muss ich echt zugeben. Das ist mir gerade etwas zu hoch. Etwas zu sehr zu hoch. Bin ich denn wirklich so beknackt? Ich will mal raus in die Schleuse. Was kommen wir hier lang? So, in die Schleuse kommen wir mal hier, ne? Teleporter, starten! Zum Steuerbordkorridor, Sir. Yes, Sir. Oh, das ist der schönste Teil meines Tages. Mach doch was. Da, hier lang. Wir haben jetzt ein Messer. Das wird immer besser.